Und da hieß dann, ey, will nicht jemand Fingerabdrücke machen? Und alle wussten natürlich, wen es galt anzugucken. Wer wurde angeguckt? Ich natürlich. Ja, hieß die Polizistin so, hey, ja, okay, gut, dann komm du halt vor, kein Ding, machen wir ja. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, ich habe aber das und das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nichts wird. Und die so, ah, doch, doch, wir sind bei der Polizei hier, das wird schon was, keine Sorge. Wir sind heute, ich möchte ein, zwei Games Yi spielen und das machen, was der Yi in unserem Game gestern gemacht hat. Splitten. Mir ist mal aufgefallen, wann immer ich mit Yi ahead bin, geht's in Teamfights und Teamfights sind immer so Coinflip momentan gefühlt, weil Teammates. Wenn wir aber nicht behind sind und einfach mal ein bisschen splitten gehen und da dann im 1v2 einfach mal richtig schön Plays machen und so Leute zerschnetzeln, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht funktioniert, so, dass unseren Erfolg ein wenig erhöht. Wir bannen Wukong, weil ich glaube, ich möchte Wukong nicht spielen. Ich will Wukong spielen, weil er gerade stark ist und mich abfuckt. Aber Wukong ist so dumm zu spielen. Ich finde, Wukong bringt überhaupt keinen Bock. Ich habe gegen Yi gespielt, weil der Junge mir den weggepickt hat gestern. Herr Ingwer-Tee übrigens, nicht wundern. Vor 2 Wochen hatte ich ja das Problem mit der Ziehzeit. Und hab dann noch, Jan hat mir dann noch geschrieben, hat mir das übersetzt. Mit 5 bis 7 Minuten. Mir ist aufgefallen, es gibt ja Google Lens. Gibt ja Google Lens. Das heißt, ich kann ja mit Google Lens den Shit einfach lesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der, ich sag das immer wieder, als jemand, der vor ein paar Jahren noch das höchste der Gefühle für Tracking und sowas, Cinema 4D und After Effects waren, wenn man sieht, wie das jetzt live geht mit Google Lens und mit Snapchat und dem ganzen Shit, es ist absolut insane. Ingwertee, Verwendung von Haushaltspulver. Ingwer, obwohl feines Ingwerpulver austreten kann, hat dies keinen Einfluss auf die Qualität. Alles klar. Oh, nice Team für uns. Bis auf den Chen. 1,5 Minuten. 1,5! Nicht 1 bis 5? 1,5? Willst du mich verarschen? Moment, das übersetze ich jetzt kurz. 1,5 Minuten steht da! Alter. Das ist ja krass. So, 1,5 Minuten sind ja gleich fast schon wieder oben. Ich dippe den jetzt noch mal ein paar Mal ordentlich rein, um die Diffusion zu beschleunigen. Moment, Diffusion war in beide Richtungen, oder? Oh fuck, Alter, das ist Bio 8. Klasse. Diffusion war in beide, ja, ne? Nice. Osmosis in eine Richtung. Oh, das wusste ich sogar auch, aber ich wollte es nicht sagen, weil ich mir dachte, scheiße, das ist so lange her, das könnte falsch sein. Damn! Bio-Grundwissen. Das einzige Thema, das ich mir jemals richtig gemerkt habe, ist Vererbungslehre. Weil Vererbungslehre für mich übelst interessant ist. Ich glaube, es hat noch keiner von euch wirklich bemerkt bisher. Aber meine Hände sind nicht ganz normal. Ich habe da, also ich habe eine Erbkrankheit. Es ist eine Krankheit, es ist eine Erbkrankheit, aber es ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe einfach nur keine normale Haut an den Händen. Ich habe, es ist eine Hornhaut an sich. Aber der Shit ist so selten, dass selbst mein Hautarzt das auf Wikipedia nachgucken musste. Und es, wenn, also der näheste Begriff dafür nennt sich Hyperkeratose. Aber das sieht überhaupt nicht so aus. Also wenn man sich Sachen anguckt von diesen Fällen, das ist ganz, ganz weit weg von dem, was ich habe. Im Prinzip bin ich einfach nur, ich habe so gut wie kein, also Druckempfinden ist stark geschwächt. Was wollt ihr? Druckempfinden ist stark geschwächt und ich kann bis zu 100 Grad anfassen. Also ich kann immer so die Töpfe so vom Herd nehmen, ich kann Brötchen aus dem Ofen nehmen und sie auch in der Hand halten, beim Durchschneiden, das ist überhaupt alles kein Ding. Gibt's eine witzige Story, habe ich im Biounterricht irgendwann in der 10. Klasse, als wir mal, tatsächlich war das glaube ich auch Thema Diffusion oder sowas, auf jeden Fall hatten wir so immer kochendes Wasser, das halt gesiedet hat und dann mussten wir halt danach alles wieder abbauen, aber das Behältnis war logischerweise noch glühend heiß. Und ich, Troll, wie ich damals schon war, hab das dann genommen in die Hand, weil ich konnte das nehmen. Das hatte halt gerade noch so locker 80, 90 Grad drauf, das Glas. Und bin zum Klassenkameraden gegangen, hab gesagt, hier, nimm mal. Hab's halt oben festgehalten und er hat voll Hände rangepackt, weil, hey, du kannst das anfassen, dann kann ich das auch anfassen. Und hat halt dann einfach sofort Hände weggerissen und einfach angefangen zu schreien. Witzige Geschichte. Immer die Geschichte, die ich zur Referenz erzähle, wenn es um meine Hände geht. Also das ist auch ultra selten tatsächlich. Also gibt es nicht wirklich was gegen. Ich habe darunter halt auch keine normale Haut. Es wird autosomal dominant vererbt. Wenn ich jemanden treffe, der aus Norddeutschland kommt und das auch hat, kann ich immer relativ sicher sein, dass der um wenige Ecken mit mir verwandt ist. So von der
Seltenheit reden wir. Hast du schon so einen getroffen? Nee, nur ist doch ein einziges Mal. Und die wohnten dann irgendwie zwei Städte weiter halt und hat sich dann rausgestellt, dass die dann irgendwie halt mütterlicherseits über die Großeltern oder sowas halt um nicht so viele Ecken verwandt sind. Habe ich mein Leben lang schon. Und ist euch aber, glaube ich, tatsächlich noch nie aufgefallen, ne? Ich sehe das in Videos krass, wenn meine Hände irgendwie mal im Video sind oder sowas, aber ich habe mich schon gefragt, ob ich jemals jemanden finden würde, jetzt darüber, dass ein paar Leute das so sehen werden, was ich jetzt hier gerade erzähle nach dem Motto. Ob es vielleicht welche gibt, die das auch haben, weil ich kenne halt sonst niemanden außer Leute aus meiner Familie. Sind deine Fingerabdrücke normal? Oh, noch eine witzige Story eigentlich. Als wir in der das war das Meme, bis ich angefangen habe, Leuten heiße Dinger in die Hand zu drücken. Fingerabdrücke. Weil ich habe so gut wie keine Fingerabdrucksensoren funktionieren bei mir nicht. Kannst du vergessen, weil sich das immer verändert. Und dann waren wir irgendwann in der 7., 6. Klasse oder sowas, waren wir bei auf der Polizeistation. Und da hieß dann, ey, will nicht jemand Fingerabdrücke machen? Und alle wussten natürlich, wen es galt anzugucken. Wer wurde angeguckt? Ich natürlich. Ja, hieß die Polizistin so, hey, ja, okay, gut, dann komm du halt vor, kein Ding, machen wir ja. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, ich habe aber das und das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nichts wird. Und die so, ah, doch, doch, wir sind bei der Polizei hier, das wird schon was, keine Sorge. Ich also da hingegangen, ja, sie mir einen Finger so in Tinte getupft. Silence. Oh mein Gott, jetzt habe ich Flash gewastet. Sad life. Schön Finger in die Tinte reingetupft und draufgelegt, sie guckt es so an. Das ist ja echt ein bisschen wenig. Okay, nehmen wir mal einen anderen Finger. Hat sie Daumen genommen, Daumen in Tinte reingedrückt. Aufs Papier. Das ist ja immer noch ein bisschen wenig, ne? Und dann hat sie gesagt, ja komm, wir kriegen jetzt einen Fingerabdruck von dir. Und dann hat sie wirklich so eine, Tapeten, wo du mit einer Tapetenstreich, mit so einer Rolle, hat sie komplett in die Tinte rein, hat mir das auf die ganze Hand geschmiert, hat meine ganze Hand auf dieses Papier gedrückt. Und noch immer noch kein Fingerabdruck. Also, über so ein Level von keine normale Haut reden wir. Logischerweise habe ich einen Fingerabdruck da drunter. Das Ding ist aber halt, dass diese Schicht an Hornhaut da drüber ist und die kann sich auch verändern. Also die ist jetzt nicht irgendwie fix da dran, sondern die fällt halt auch relativ, also die lässt sich halt auch wie normale Hornhaut abscheuern. Dementsprechend verändert sich das dauernd. Klingt eher nach einem Vorteil als einem Nachteil. Rein von der Funktionalität her vielleicht ja. Aus dem sozialen Aspekt habe ich da als... Ja, ich execute jetzt einfach Fast Backport. aus sozialen Winkel habe ich da als ganz junges Kind eher drunter gelitten, aber inzwischen überhaupt nicht mehr. Hornhaut Hobel regelt. Kurbex, glaubst du, du bist der Erste, der mir das in seinem Leben sagt? Ich habe keine normale Haut darunter. Das ist so, als wenn ich dir sagen würde, mach mal deine Haut unter deinen Händen weg, bis da drunter Knochen zum Vorschein kommen. Es hat auch viele Nachteile. Also es ist halt zum Beispiel nicht nur an meinen Händen, sondern auch an den Füßen. Und es ist zum Beispiel, konnte ich dadurch, ich sag mal, ich kriege sehr viel schneller, tu meine Füße wie beim Laufen, als bei normalen Menschen. Ich konnte im Sportunterricht so eine ganze Scheiße wie Barrenturn und sowas nicht machen, weil ich habe es immer so verglichen. Für mich war das so, als wenn die Dinger mit Nägel besetzt werden, weil wenn die Haut sehr, sehr großem Druck ausgesetzt wird, tut das um ein Vielfaches mehr weh als bei normaler Haut. Also für mich war alles, was Turnen im Schulsport war, immer so vergleichbar wirklich, als wenn die Oberfläche komplett aus Nägeln bestehen würde und ich mich darauf stützen würde. Und ich hab halt keine Ahnung, wie es mit normaler Haut ist. Ich nehme mal an, ihr habt ein Gefühl dafür, was heiß, kalt, hart, nicht so hart ist. Es ist bei mir alles relativ gleich. Relativ. Wie gesagt, Druckempfinden ist da, aber alles andere ist RIP. Nein, es ist ein Gendefekt. Es ist weder ansteckend noch sonst irgendeine Scheiße. Es ist einfach nur ein Gendefekt. Autosomal dominant vererbt wird es. Wenn es einmal weg ist, ist es für immer weg. Aber hat eine hohe Chance, vererbt zu werden. Was macht der Twitch denn da? Hat er auch vor, anzugreifen? Alter, wie viel hat sie denn noch? Wen haben wir denn bei? Ich gehe jetzt einfach mal YOLO. Weil... Oh, ich bin so dead. Ja, ich bin out of here. See ya. Kann ich den nicht outrunnen? Der tötet mich einfach beinahe, weil er mich so insane slowt. Ja, ich kann halt jetzt nichts machen, weil jetzt die Vi weiß, dass ich ihn angefangen habe und dann das RIP, wenn die kommt. Kriegen wir noch eben kurz Boots mit? Boots würde ich noch gern mitnehmen. Ich bin halt ziemlich useless bisher, weil ich nur am Farmen bin, aber hey. Huh.
Jetzt sollten wir eigentlich direkt hier halt machen. Darauf erstmal Crux. Musstest du beim Sport, beim Turn trotzdem mitmachen? Nee, das war das Geile. Ich habe dann immer gesagt, hey, ich kann das nicht. Und dann musste ich immer nur Trampolin oder sowas machen. Und wenn alle zwei Prüfungen machen mussten, musste ich nur eine machen oder sowas. Hab trotzdem reingeschissen. Ich war zwar sportlich, aber Turnen konnte ich trotzdem nie, weil ich nie diese Schwelle überspringen konnte, um zum Beispiel irgendwie so ein Salto zu machen oder sowas, so einen richtig geilen oder wie auch immer die ganzen Dinger hießen, die man so machen konnte beim Trampolinspringen. Also wir reden über vom Trampolin, von so einem kleinen winzigen Trampolin auf so eine Matte dahinter oder so ein Shit. Aber ich war immer nur bei allem gut, wo es darum ging, schnell zu sein. Ich war fast as fuck, weil ich hatte schon immer lange Beine. Hat dann aber auch irgendwann abgesetzt. Also ich sag mal so, Richtung 10., 11. Klasse war mein natürlicher Vorteil dann irgendwann weg. Der ist Level 10, oder? Da muss ich nicht unbedingt rein. Was wird das hier? Wie stehst du? 4, 1, hast aber genauso viele Items wie ich. Hast Blue Smite. 82 Farben, machbar. Was ist sie denn? Ist sie überhaupt anwesend? Das war ja komplett free. Jetzt habe ich ja alles richtig gemacht. 600 Shutdown gekommen. Jetzt war es komplett worth, dass ich bisher nur am Farmen war. Sie, Fun Fact, deswegen kann ich auch die eigentlich irgendwie 80 Grad, also der Tee darin ist 80 Grad heiß, aber also ich kann auch die heiße Teetasse ohne Problem anfassen. Ist halt, juckt mich. Ach ja, und ich kann mich natürlich auch nicht schneiden und so ein Shit, ne? Ich kann, wenn ich koche, kann ich mir einfach mit einem scharfen Messer, kann ich einfach abrutschen in meine Hand. Macht, wenn ich nicht richtig doll raufdrücke, macht das nichts. Aber was ich euch jetzt schon mal sagen kann, Fun Fact, wenn man es einmal schafft, sich so Ellenbogen abwärts zu verbrennen, ja, ist man automatisch immer das größte Meme. Das kann ich euch sagen. Egal wie, selbst, weißt du, ich habe wirklich nur Innenhandflächen ist das halt. Aber sobald ich mich, weißt du, 1 cm unterhalb vom Ellenbogen, du, ich denk, du echt Hornhaut. Sind die allerwitzigsten Menschen, wirklich. Ist die alleine hier? 150 Gold. Interesting. Nice. Ich werde jetzt euch auch den Farm wegnehmen. Damit ich hier halt spawnen kann. Kriegen wir den, bevor Shelly stirbt? Ja, ne? Ah, Leute. Jetzt geht das Split-Push-Adventure nämlich los. Ich habe ja gesagt, das ist gut. Also ein Charge wäre jetzt schon noch nice. Ah, man kann auch nicht flashen im Silence. Das wusste ich natürlich. Da habe ich natürlich dran gedacht. Ich hatte das geplant, dass sie Silence, aber ich dachte mir, ich flash einfach aus ihrem Silence raus, dann kann ich ja wieder queuen. Warte mal, wir hatten eigentlich den... Ach du Scheiße, die haben ja auch den Ocean bekommen. Akali, was tust du da? Oh, die kriegen wir jetzt auch. Aber wir können jetzt aber Shutdown, kein Ding. Ich bin noch ultra weit weg. Wow, unsere Akali macht der Müll. Aber nicht genug. Aber unser... Und der ist einfach nur am Inten, der Junge. Da wären mindestens 3 Kills drin gewesen. Der Silence, ja, der Silence ist halt echt. Ich bin. Die Q habe ich noch rechtzeitig gesetzt, aber der Heal war auch wieder zu viel. Das war. Komm bitte, Double Kill. Jax. Nicht mal einer. Nicht mal einer. Uff. Ja, müssen wir tragen, wie auch immer ich das schaffen soll. Weil 6-3, 8-1. Boah. Insaner Heal aber auch. Also Heal Reduction kaufen. Ja, ohne dein Schild macht ihr nichts gegen mich. Aber mit einer scheiß Ash-Ult natürlich schon. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Dude, du stehst 0-4. What the fuck? Nimm doch jetzt nicht mein Jungle. Nur weil ich deine Botlane reingepusht habe. Du kannst ja nicht mal Auto-Attacken. Das haben wir doch eben schon gesehen. Interesting, interesting. Muss ich Ult anmachen? Ja. Shenwei. Dann drunter, unter dem Shenwei lag noch ein fucking Soraka Silence. Dann werde ich von der Vi geultet. Dagegen helfen halt nicht mal Mercury Jets. Gegen den Silence, gegen das Silence-Feld und gegen die Shenwei helfen halt Mercury Jets nicht mal was. Ja, dann gehen wir einfach Damage, Leute. Das hilft alles nichts. QSS bringt mir auch nichts. Ich kann auch die Vi-Ult nicht QSSen. Also, actually, kann man die Vi-Ult, bevor man genockt wird, QSSen? Nee, ne? Oh boy. Wenn wir jetzt da töten könnten, könnten wir vielleicht durchsplitten. Das wäre sick. Ja, aber er stirbt einfach vorher. Kann er mit ihr noch rausholen, Zeit? Flash?
Ach, danke, ey. Ein Glück ist der Twitch gekommen. So ungern ich das jetzt auch sage, ey. Leute, lasst doch einfach... Der Wladimir ist doch Bot. Lasst doch einfach pushen hier. Zwei Leute tot, Wladimir Bot. Wenn wir jetzt zu dritt hier hingehen... Die hat nicht zufällig vor, zu overextenden, um die E zu schießen, oder? Hm, ja, natürlich schießt sie die E. Ich soll in die Top splitten. Obwohl, Mitte geht auch klar. Aber so gerade eben. Was zur Hölle macht Akali da schon wieder? Oh mein Gott, ich hätte einfach auf die Ash gehen müssen. So, my bad. Aber die anderen haben es, oder? Ja, jetzt sind sie aber alle dead. Ja, war schlechter Fokus von mir. Ich wollte noch runterflashen auf die Ash, aber ich dachte mir, ich kann die schnell genug töten. Warte mal, der macht ja übel Damage, unser... Oh mein Gott. Unser Twitch macht übel Damage, plötzlich. Das ist Level 25, ich habe noch kein Rageblade. Das ist so bad. Das ist so unfassbar bad. Boah, komplett gespottet. Ja, ich bin schon wieder dead einfach. Direkt einfach. Ey, die Ash setzt so gute Ultis. Oh, der Twitch aber. Der Twitch! Twitch Yumi! Ist es einfach? Oh, doch nicht. Die Vi war zu gut. Ich versuche mal kurz meinem Team wieder ein bisschen Mut mitzugeben. Ein Kill hätte gereicht, dann hätte ich direkt schon wieder eine Chance gehabt. I can do it, you not. Ach ja. Weißt du, ich schreibe, ich war scheiße, wir können es schaffen. Und er schreibt, alles, was ihm einfällt zu schreiben, ist, du bist scheiße, ich schaff das. Wie kann man mit so einem Mindset durchs Leben kommen? Ganz ehrlich. Warte, das ist End, ne? Ja, das ist End, das ist Easy End. Ja, ja, ja. Machst nix. Der Twitch schafft das. Richtig.